30 Tonnen. Traktorpulling ist der Sport für alle PS-Begeisterten. Aus ganz normalen Serientreckern werden wahre Monster. Am Wochenende dröhnten die Motoren in Anholt. Über 50 Trecker trafen sich zur deutschen Meisterschaft. Martin Bräunig war dabei. Drucken locker 30 Liter Kerosin auf 100 Metern. Bis zu 30 Tonnen Gewicht lasten auf den riesigen Hinterrädern. Die Monster kosten schon mal eben 200.000 Mark. Und er ist der Favorit, Matthias Vogelsang aus Gütersloh und sein Trecker R-König. Mit 6 Jahren bin ich das erste Mal Trecker gefahren, auf einem elterlichen Landwirtschaft. Ja, und Treckerfahren ist einfach das Tollste für so einen Bauern. Und wo ich 16 war, bin ich das erste Mal auf so eine Veranstaltung gefahren. Und diese großen Trecker mit 4.000, 5.000 PS, das hat mich gereizt. Und dadurch ist dann irgendwann dieses Ding entstanden. Ne? Die Bastler lassen ihrer Fantasie beim Bau der vierrädrigen Albträume freien Lauf. Bei der Meisterschaft in Anholt werden ganze Flugtriebwerke und sogar Panzermotoren auf die Serientraktoren geflanscht. Sinn des ganzen PS-Wahnsinns, so viel Gewicht wie möglich soll so weit es geht gezogen werden. Von so viel Power träumt der Bauer. Ich war früher auch Landwirt, aber wenn ich diese Traktoren sehe, ist Wahnsinn. Die Lautstärke der Motoren, das Vibrieren im Körper, das ist es, was mich fasziniert. Die Treckerpiloten sitzen nur wenige Meter vor dem hochgezüchteten Motor. Feuerfeste Kleidung ist Pflicht. Wenn Mensch und Maschine bis an die Grenzen gehen, kann es schon mal knallen. Ich sag mal, es ist so eine Art Achterbahnfahren, bloß man hat das Lenkrad selbst in der Hand. Ne? Das ist absolut irre. Über 5000 Besucher waren am Wochenende bei dem ohrenbetäubenden Spektakel. Gewonnen hat übrigens Matthias. Von der Siegprämie, 800 Mark, kann er sich gerade mal einen neuen Satz Zündkerzen kaufen. Aber Hauptsache, sein Trecker war der stärkste.